Also gut, Freunde, wir haben, wie es scheint, einen Leaked-Trailer, meine ich, aber definitiv ein offizieller Trailer fürs neue DLC von Dragon Ball Xenoverse 2. Und ja, es gibt Menschen, die spielen noch Dragon Ball Xenoverse 2. Ich gehöre dazu, denn in diesem Trailer, Freunde, wird Orange Piccolo vorgestellt. Deswegen gehen wir sofort rein und sprechen danach drum, wie das Ganze mit ihm aussieht. Lass mal gucken. Ja, Orange Piccolo, ich brauche den. Ich brauche den, egal wo, in irgendeinem Spiel brauche ich den. Wenn er in Xenoverse zuerst kommt, nur her damit, definitiv. Rein da! Das sind die ganzen DLCs, oder was jetzt hier? DLC, was haben wir alle? 5? Nein. Dreams 5, 15. 6 hier ist. Über 9 Millionen Mal verkauft. Warte mal. Das ist einfach auf Deutsch. Das heißt, wurde der deutsche Trailer irgendwie geleakt oder so. Ja, Leute, ihr wisst, was mache ich mit meinen Haaren? Keine Ahnung. Guck mal, neue Frise, let's go. Orange Pickel. Hallo. So, ich habe mir jetzt einfach mal die 2022. Alle Jugendlichen tragen diese Frisur in Deutschland. Frisur draufgeballert. Weiter geht's. Sechsjähriges Jubiläum einfach. So, Pack One, neu spielbarer Charakter. Super Hero! Loom! Ey, die Gamma, Alter. Mit den Effekten einfach, wie geil. Oh! Laber nicht, der hat das bekommen. Gohan! Ultimate Gohan aus Super Hero. Let's go! Ey! Oh, what? Jetzt, ey, gib mir Piccolo. Neue Parallelquests. 4 zusätzliche Quests. Ah, Jagd auf Hedo. Was war das andere? Ich brauche eine Heldenpose. Okay. Jagd auf Hedo. Also Parallelquests spielen wir auch, by the way, oft in den Streams, Freunde. Twitch.tv/OzoroStones, Links in der Beschreibung. Ich sage auch noch gleich was zum Stream, für den heutigen Stream vor allem. Wiss Training, so Gorn-Erweckung. Schlage Bulmas Schergen. Setz dich Kostüm. Jetzt was. Gamma-Kostüms einfach für unsere CACs. Wie geil! Und neue Fähigkeiten. 4 zusätzliche Quests dafür, okay. Ah, wir können unseren CSCs die Gamma. Ja, Mann! Die Gamma-Abilities lehren. Ladebildschirmbilder, okay. What? Oh, wie cool, mit Majin. Oh, das ist cool. Ja, okay, schon. So, Hero of Justice Pack 1, Leute. Spielbare Charaktere werden sein: Gamma 1, Gamma 2, Gohan. HDF, wo ist Piccolo? Zusätzliche neue Inhalte, 4 neue Parallelquests, 7 neue Fähigkeiten, 4 neue Kostüme, Zubehör, 5 Super Saiyan, 15 Ladebildschirmbilder. Also, es ist DLC, Leute. Verkaufen. Kostenlos Update. Hä? Jetzt geht's aber rund hier. Am 10. November sollte das erscheinen, by the way. Also in 2 Tagen schon. Oh! Hinterquests. Neue Figuren. 94 neue Figuren. Ach so, für das Ding da. Okay, krass. 94 Stück. Das ist gar nicht mal so schlecht, dieser Modus eigentlich. Ultra-Angriff. Warte, warte, warte. Unsere CACs bekommen neue Ultra-Angriffe. Also einfach Ultra-Super-Decks. Von Gogeta und so. Ja. Wie geht das? Ich habe ein Female CLC, Leute. Rine, kennt ihr bestimmt noch alle.
Wenn nicht, werdet ihr sie Tage kennenlernen. Oh, das ist ein kostenloses Update jetzt. Oh, das sieht geil aus. Oh, das ist auch cool. Ja, jetzt das ist ein kostenloses Update. Das, was wir gerade gesehen haben. Zwei neue Kostüme. Okay. Ja, wo ist Piccolo? Große Neuigkeiten. Ah, Fashion Content. Ich finde das auch sehr interessant. Mit den CSCs kann man einfach an so einem Fashion Content teilnehmen. Das ist der zweite jetzt. Zeitplan 10. bis 4. Dezember. Zeige allen deinen Avatar. Ja, ist schon cool. Sollen wir da mitmachen, Leute? Können wir machen, warum nicht? Mal gucken wir mal. Jetzt. Hero of Justice Pack Set. Ja, guck, ab 10. November. Das kommt einfach in 2 Tagen schon. War schön, Leute. God of War, das. Boah, ich bin nämlich auch noch Beyond Incinerus und in den letzten Streams haben wir da auch ein bisschen aufgeholt. Jetzt weiß ich halt echt nicht, was ich zocken soll, so. Aber jetzt, warte mal. Wo ist Orange Piccolo hier? Jetzt mal. Nein, er kommt erst in Pack 2, oder was? Oh mein Gott, gibt euch. Alter! Nein, da kommt erst zu Pack 2! Ja, da kommt auch ganz sicher Gohan Beast mit Pack 2, wenn Orange Piccolo kommt. Aber krass, dass Ultimate Piccolo nicht mit Pack 1 kam. Oh mein Gott! Hero of Justice Pack Set, 10. November ist verfügbar. Also ist dann das Ganze, sowohl 1 und 2 habt ihr dann und Pack 1 ist ab 10. Ja, das werden wir auf jeden Fall streamen. Spielen, irgendwas, Leute. Apropos Stream, heute werde ich live gehen. Spontaner Stream, im Streamplan steht jetzt zwar nicht dran, aber ihr könnt euch daran gewöhnen, dass ich diese Woche oft live gehen werde. Twitch.tv/osuchsons, wie gesagt, Links in der Beschreibung, warum? God of War. God of War 4 habe ich angefangen, kommt auf dem Let's Play-Kanal Osuru nachts täglich 18 Uhr ein Let's Play-Part online. Aber in den Streams tue ich jetzt parallel gerade so viel es geht, schnell es geht, spielen. Gestern haben wir 5 Stunden God of War gespielt, heute machen wir weiter. Knüpfen wir da auf jeden Fall an. Ragnarok werde ich natürlich auch spielen, aber jetzt nicht direkt, weil ich bin behind. Ich hoffe mit einer Woche Verspätung so. Also wenn wir diese Woche God of War fertig bekommen, God of War 4 wäre es geil, aber jetzt kommt auch noch Xenoverse rein. Und deswegen, ja, haltet die Augen offen wegen den Streams. Diese Woche wird auf jeden Fall sehr viel gestreamt, um da alles nachzuholen, aufzuholen. Dokkan, Legends etc. Habe ich ja auch Nachholbedarf. Ihr wollt ja auch die Teambuild-Guides etc. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Deswegen, Freunde, krass. Aber ey, Orange Piccolo kommt. Verdammt! Mit Pack 2. Wie lange dauert das? Ein halbes Jahr? Ey, ich war so gehypt. Ich dachte, er kommt jetzt mit Pack 1 noch. Aber na gut, immerhin bekommen wir neuen Content. Also die neuen Charaktere in allen Spielen. Ey. Freut mich wirklich sehr. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna-